Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pescara TV. Hier sind wieder eure Kochmiezen und ich habe mir heute meine neue Mieze dazu geholt. Und wir machen heute das Dessert für seine Abschlussfeier. Dafür brauchen wir einmal Amaretti-Kekse, Himbeeren, gefroren und frisch, Sahnesteig, Schlagsahne, Naturjoghurt, Puderzucker und Zartbitterschokolade. Das Ding heißt übrigens Himbeertraum und ich schlage jetzt erstmal ein bisschen Sahne mit Sahnesteig. Das sind die gefrorenen Himbeeren. So, das sind die gefrorenen Himbeeren, die habe ich jetzt auftauen lassen und die püriere ich jetzt. Philipp, lass das bloß alle drin. So, unter die Sahne heben wir jetzt den Naturjoghurt. Dazu kommen jetzt noch 2 Esslöffel Puderzucker, die wir natürlich fein durchsieben. So, ich bringe jetzt mal unseren jungen Freund ins Spiel. Der wollte eigentlich Leberwurst machen, aber jetzt kann er erstmal die Kekse zerkleinern. Wir machen jetzt erstmal die Kekse unten in die Gläser. Jetzt kommt die Creme rein und die verteile ich erstmal gleichmäßig. Schön wäre es, wenn man die Gläser beim Befüllen nicht so einsaut, aber jetzt kommt erstmal noch das Himbeermus drauf. Jetzt fehlt noch ein bisschen was Schokoladiges, also reibe ich noch ein bisschen Zartbitterschokolade. Da kommen jetzt meine Schokostreusel rüber und das Ganze garniere ich dann noch mit frischen Himbeeren. Danach kommt das alles natürlich noch in den Kühlschrank für ein paar Stunden. So, Stunden später ist das Dessert jetzt fertig und wir gucken mal, wie es unserem jungen Freund schmeckt. Schmeckt geil. Das war's dann mal wieder. Bis zum nächsten Mal, eure Kochmiezen.